Willkommen zum Replay von M1 Tank Platoon bei MicroProse. Ich habe ja schon so ein bisschen was in der 0. ersten Anfänger-Intro-Folge darüber erzählt. Wir wollen halt ein bisschen was über die Spiele erzählen. Wir haben auch ein Channel-Intro gemacht, falls es euch interessiert, was hier überhaupt abgeht und wofür das gedacht ist und was wir uns dabei gedacht haben. Schaut euch das vielleicht nochmal kurz an, das ist auch nicht so lang. Hauptsächlich geht es uns darum, halt miteinander, mit der Community, mit anderen Menschen über die Spiele und die Erfahrungen zu sprechen, die wir halt gemacht haben, als Kinder, als Jugendliche vielleicht sogar noch. Und wir wollen halt hingehen und nochmal gucken, was hat sich eigentlich so verändert und was hat man damals unter dem ganzen Spiel gesehen und in welcher Zeit ist das eigentlich gekommen. Also ich werde das jetzt nicht vorher erklären, sondern ich werde immer mal so zu was dazu sagen, was für eine Atmosphäre für uns das war und ja, was eigentlich dieses Neugefühl war, was man hatte, was alles neu und oh, man konnte Panzer fahren, hier in diesem Beispiel jetzt, man konnte Panzer fahren und irgendwie, ja, war das alles anders und neu und nie da gewesen. Und ich meine, wenn man heute, ich meine, einigen wird es von euch wahrscheinlich auch so gehen, ja, done that, seen that, irgendwie schon mal alles da gewesen, alles gesehen und so richtige Neuerungen. Ja, gibt es halt irgendwie gar nicht mehr oder zumindest so neu, dass man sagen würde, wow, das reißt mich jetzt aber vom Hocker, da habe ich wieder dieses Kribbeln, dieses Neugiergefühl, dieser Entdeckungsdrang von damals, das ist halt weg, aber ich glaube, das ist halt ganz normal als Erwachsener im Leben sowas zu verlieren. Okay, gucken wir mal, MicroProse M1 Tank Platoon steht hier auch schon, 1989 erschienen. Gehört halt zu der Simulationsschiene von MicroProse, wurde auch von MPS Labs entwickelt, ich glaube, das sieht man gleich vielleicht auch noch. Joa. Damals war es üblich, dass man sogar von Diskette gebootet hat. Im Handbuch steht, wird auch erklärt, dass es sich bei MicroProse M1 Tank Platoon um ein Spiel mit einem Key-Disk-Kopierschutz handelt, also um einen Kopierschutz, der quasi eine Diskette hat, die man im Laufwerk haben muss, aber man kann halt die Diskette einfach beliebig auf eine Festplatte oder die Disketten beliebig auf eine Festplatte kopieren. Und das Programm prüft halt ab, ob die Diskette im Laufwerk ist. Das macht uns das natürlich nicht mehr, aber damals schien das wohl so gewesen zu sein. Ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. Was aber auch üblich war, war halt, da es von der Diskette zu starten war, weiß nicht, ob es unbedingt was damit zu tun hat, aber auf jeden Fall die meisten Programme, die das hatten, hatten halt kein richtiges Setup, sondern man musste halt beim Starten immer einmal sich durch Auswahl von bestimmten Optionen überlegen, was man machen will. Nach einer Zeit hat man das einfach raus und klickt das so durch. Also wir fangen hier natürlich mit VGA an, wobei VGA jetzt auch ein bisschen übertrieben ist, wie man gleich sehen wird. Wir nehmen den Adlib Sound und wir haben natürlich Computer mit mehr Horsepower. Einen Joystick haben wir nicht. Hier sieht man noch mal, sah man noch mal kurz die anderen Spiele und hier hat man jetzt den. Panzer, ich bin ein bisschen still geblieben, damit man so ein bisschen was von der wunderbaren Adlib-Musik hört. So. Hier bittet uns der grimmige Sergeant dazu, ein Platoon auszusuchen oder halt selbst ein Platoon auszusuchen, zu erstellen. Wir werden natürlich gleich selbst eins erstellen, aber hier sieht man, oder das kann ich auch gleich erklären. So, unser Platoon, denke ich, heißt mal Blue Team. Und hier sieht man jetzt, dass wir halt, ich nehme mal den Mauszeiger hier, nutze den DOSBox-Mauszeiger, um auch mal ein bisschen was zu zeigen. Ich denke, das sieht man im hinterher im Video auch ganz gut. Wie viele Schlachten wir gekämpft haben, wie viele wir gewonnen haben, wie viele Kills wir haben, wie viele wir verloren haben. Average Skill pur, bedeutet, unsere Platoon-Mitglieder sind halt Soldaten, die verschiedene Positionen besetzen, die halt einen Rang haben und die halt ein Skill-Level haben. Der steigt halt und der Rang steigt. Man kann Leute befördern irgendwie laut Handbuch. Man kann den Skill-Level trainieren
Und dann werden wir sehen, Medaillen kann man noch verteilen. Overrating, natürlich Zero, ja, noch nichts gemacht. Hier sieht man halt so ein paar andere schon. Keine Ahnung, ob die schon am Anfang dabei waren. Ob die auf meiner Diskette waren. Das sind nicht meine Disketten, die ich hier habe. Das sind, ich habe das auch gebraucht gekauft. Ich habe das hauptsächlich bei einem Freund auf einem Amiga gespielt und im Nachhinein dann Jahre später, als meine Sammelleidenschaft losging, die PC-Version dazu gekauft. Okay. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, auszusuchen, welches Engagement wir machen wollen. Ich würde sagen, wir machen erstmal zumindest die beiden Trainingsmissionen, um uns damit vertraut zu machen. Ich bin mir auch noch gar nicht sicher, wie lange so eine Folge geht. Ich denke mal 15, 20 Minuten, dann machen wir einen kurzen Cut. Ich werde dann die Folgen in kleinen Abschnitten hintereinander schneiden, sodass wir natürlich auch noch auf Kommentare eingehen können und halt auch zusammen vielleicht ein bisschen lernen können. Das wird nicht immer so gehen. Ich denke, bei mir wird man halt viele Simulationsspiele sehen, die halt ein bisschen länger sind. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist. Die meisten Spiele von den anderen sind vielleicht irgendwelche Arcade Racer oder irgendwelche arcadigen Spiele, die man halt, wenn man weiß, was man tut, relativ schnell durch hat. Wenn man nicht weiß, was man tut, dauert es vielleicht länger. Das heißt, es können immer mal so Folgen sein, die halt 10, 15, 20 lang sind, 20 Folgen sind, die jeweils 15, 20 Minuten lang sind. Oder es können halt auch mal nur eine Folge sein, die halt 30 Minuten lang ist und dann ist das ganze Spiel schon durch. Das wird sich dann herausstellen, wie viel Spaß wir haben. Generell bei solchen Spielen habe ich mir überlegt, die halt sehr, sehr lange laufen. Dieses läuft ja halt auch so, glaube ich, zumindest laut Handbuch, dass man halt so einen Winstreak haben muss und mit diesem Winstreak kann man dann nach einer gewissen Anzahl von Siegen, ich weiß nicht, ich meine irgendwo mal 6 gelesen zu haben, hat man dann die Kampagne beendet und dann wäre es durch. Also damit wäre es für mich beendet. Man kann dann noch 2 oder 3 weitere Kampagnen machen. Ich glaube, nach 4 Kampagnen wird dann das Platoon pensioniert, dann gibt es Schreibtischdienst, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall nur eine machen, je nachdem, wie lange sie dauert oder wie viel Lust wir haben oder wie viel Lust ihr habt, noch länger zuzuschauen. Okay, fangen wir mal an mit den Static Gunnery, also stationäre Ziele, die nicht zurückschießen. Ich kann mir halt überlegen, ob ich nur meinen Tank oder das ganze Platoon fahren möchte. Und natürlich gibt es hier keine Belohnung. Hinterher im Single Engagement gibt es dann Belohnungen und natürlich in der Kampagne auch. Okay. Decoding Orders. Gunnery Range. Live Firing Exercise with Static Targets. Drive your vehicle or your platoon around the road counterclockwise. Learn to use hills as hull down firing positions. Also practice firing on the move. Ich glaube, das werden wir gleich auch erstmal machen. Ich glaube, wir werden hier gleich erstmal versuchen, die zu beschießen. Müssen wir mal gucken. Und dann werden wir hier runterfahren und erstmal hier rumfahren und uns hier noch ein paar Ziele überlegen. Die letzten werden wir dann mal im Bewegen beschießen und einige in Hull Down. Hier scheint ja auch noch irgendwie Gebäude oder sowas zu sein. Da müssen wir mal gucken. Hull Down bedeutet ja eigentlich, also dass man quasi die Wanne in eine Deckung bringt. Das kann eine Senke sein oder halt so ein, oftmals ist es halt so ein kleiner Hügel, an dem man halt rückseitig ranfährt und nur so weit rüberfährt, dass man gerade als Commander und Gunner das Ziel sieht und den Panzer so stehen lässt, dass halt möglichst wenig vom eigenen Panzer dem Feind offenbart wird, aber man selber halt natürlich volle Feuerkraft hat in Richtung Feind. Da die, wie man ja hier sieht, die Hügel nicht wirklich also Hügel sind, sondern gestaukte Pyramiden irgendwie. Spricht auch das Handbuch davon, dass man halt auf eine Seite dieser Pyramide fährt und dann so weit hochfährt, dass der Gunner halt hier runterschießen kann. Muss man mal sehen, wie das in der Realität sich spielt. Ich bin gespannt. Okay, press Escape to begin. Genau, hier sieht man jetzt die. Ich mache gerade mal Pause P. Ich mach's gerade nochmal an. Oder auch nicht. Ah doch. Mit C. Warum
Was hier jetzt gedreht wird, weiß ich auch nicht. Okay. Hier sieht man halt ganz kurz, dass wir halt einen Main Battle Tank haben. M1H1. Ups. Keine Ahnung, was das ist. LDR OP, weiß ich jetzt nicht. Das ist unsere Bewaffnung. Raketen. Es gibt hinterher noch andere Fahrzeuge, die halt noch Raketen haben, die man besetzen kann. Und mit denen man auch schießen kann. Laser Sight. Tschubum, Armor, ich denke mal, das ist normale Armor, weiß ich auch nicht, müsste ich auch nochmal nachgucken. Greatly Mobility, Great Mobility, denke ich mal, bedeutet, dass wir halt ganz gut vorankommen und keine Ketten oder so beschädigt sind. Das sind halt die besagten Schützen mit ihrem Rang, Second Lieutenant, Sergeant, Corporal, Sergeant und mit ihrem Skill. Unser Commander ist zum Beispiel gut. Der Gunner nicht, das ist vielleicht nicht so gut. Inep, weiß ich auch nicht. Pur, muss ich auch nochmal nachgucken. Hier sind die Munitionstypen, hier die AP brauchen wir nur. Platoon Orders ist halt so, dass man hier die Tasten drückt und dann Enter. Damit wird halt der Platoon dazu beordert, das zu tun, glaube ich. Zumindest bei so Koordinatensachen. Ansonsten nur E drücken. Schnell und langsam nach vorne. Anhalten, Backup ist halt zurückfahren, Left-Right-Turn, Move-To, damit kann ich hier halt mit dem Fadenkreuz Bewegungen machen und dann da meine Panzer hinbeordern. Turn-To ist halt, dass sie sich dahin drehen, das können wir gerade mal ausprobieren. Ups. Mit der Tastatursteuerung ist es so, dass es nicht so ist, ich muss es nach oben meinetwegen die ganze Zeit die Taste drücken, sondern ich drücke die einmal und dann bewegt sie sich halt einen Pixel nach oben. Drücke ich die Taste nochmal oder noch länger, bewegt sie sich halt 5 Pixel kontinuierlich nach oben. Und wenn ich das anhalten will, dann muss ich die entgegengesetzte Richtung drücken. Das heißt, wenn ich habe ich jetzt nur einmal gedrückt und die bewegt halt sich die ganze Zeit nach oben, jetzt bewege ich mich nach unten. Das ist gleich für den Tank auch noch wichtig, weil so steuert sich die ganze Zeit das ganze Spiel. Das heißt, wenn ich nach rechts fahre, drücke ich einmal rechts, dann dreht er sich kontinuierlich mit einer gewissen Winkel nach rechts. Okay, dann sagen wir, ups, wollen wir jetzt mal sagen, schaut alle mal bitte in diese Richtung, das heißt T-Turn-To. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert, das ist auch interessant. Jetzt habe ich das Target identifiziert. Ne, das wollte ich nicht. Ah! Muss ich wieder zu meinem Platoon zurück? Blue Team. F8, next vehicle. Jetzt fahren sie hier hin. Das war jetzt nicht ganz so das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Halten wir das Ganze mal an. Okay, Enter ist zu dem Punkt fahren automatisch, okay? Ich habe natürlich einen Kaffee mitgebracht. Als Commander braucht man in dem Tank natürlich einen guten Kaffee. So. Finde ich interessant, wenn ich jetzt... Bewegen sie sich dann hier hin? Turn to hier hin sage? Scheinbar. Mal versuchen wir das Ganze nochmal. So, und wenn ich... Was habe ich eben gemacht? Hier drauf geklickt. So, Truck, Ural. Iron Sights, No Armor... Pure Mobility. Das ist ja schon mal ganz gut. Jetzt kann ich bestimmt hier wieder zurück. Also eine Maussteuerung wäre echt Sahne gewesen. So, über die F-Tasten 1 bis 4. F4 kann ich halt die Position ändern. Theoretisch müssten wir jetzt in Richtung Ural gucken. Wahrscheinlich ist das das Ding da hinten. Weiß ich auch noch nicht. Ich muss gleich mal, ich habe dieses Begleitheft, von dem ich in der, das ich kurz in der ersten Folge gezeigt habe, natürlich neben mir liegen und da muss ich gleich mal kurz in die Anleitung gucken, wie man da reingeht. Okay, wir wollen auf jeden Fall, dass die Kollegen einen Keil bilden. Das wäre Shift W. Funktioniert auch so nicht. Okay. Smoke brauche ich auch nicht. Ach doch, da. Advance fast, forward inline, cheese fire. Form inline. Ich wollte aber eine Keilformation. Inline bilden ist nämlich I.
Okay. Probieren wir gleich nochmal aus. Hier steht, F1 ist. Moment, das war lustig. Genau, das ist der Tank Commander aufgeknöpft. Und das ist er zugeknöpft. Also ich vermute mal, dass sich das auf die außerhalb des Panzers und innerhalb des Panzers bezieht. Also vermute ich nicht. Das sieht ganz danach aus. Ah, genau. Hier haben wir den Gunner, der hat auch schon so einen Ural-Truck anvisiert. Da werden wir gleich mal drauf schießen. Und als letztes haben wir noch den Fahrer. Okay, dann werde ich jetzt mal in meinem Begleitheft die Gunner-Funktion, nur im Kanonier, Funktion. Kanone hoch und runter und in Gang setzen. Aha. Man sieht hier unten, wenn ich den Cursor bewege, dass sich das auch so ein bisschen bewegt. Das zeigt so ein bisschen das an, wie das mit der Joystick-Steuerung ist. Das wäre mit dem Joystick, da kann ich mich dran erinnern, noch genauso gewesen. Das war auch schon so eine fricklige Sache. Nochmal einen Schluck Kaffee. Hier in der Mitte sehe ich jetzt die Munitionstypen, was ich da an Munition. Ich habe ja nur AP und Heat. Und ich glaube, Heat ist genau für den Tank genau das Richtige. Links, rechts, drehe ich den Turm. Leertaste, da kann ich mich auch noch dran erinnern, ist der Laserpointer. Das Fahrzeug wird jetzt angelasert. Ups, falsche Richtung. So, den haben wir jetzt angelasert. Wir haben auch keine eigene Laserwarnung. Wenn ich jetzt Enter drücke, würde ich feuern. Ich könnte jetzt auch noch vom Gunner aus sagen, dass der Panzer vorwärts und rückwärts fahren soll und sich links und rechts drehen soll. Das lassen wir aber. Okay. Geschossen haben wir. Hat man gehört. Getroffen? Scheinbar nicht irgendwie. Schießen wir nochmal. Schießt er mit dem MG auch? Versuchen wir mal AP-Munition. Gunner use Sabot. Man sieht jetzt hier unten, das wurde auch umgeschaltet. Still loading. Jetzt hat er geladen. Versuchen wir es nochmal. Ah ja. Okay, wie man jetzt natürlich deutlich an den Flammen gesehen hat, ist das Ding jetzt im Arsch. Hat er noch sekundäre Effekte? So, ich würde jetzt gerne natürlich vom Tank Commander einmal kurz sehen, wie man ranzoomt. Das müsste ja auch irgendwie gehen. Es hat sich hier irgendwas bewegt. Scheinbar geht das nicht. Steuerung, Platoon-Befehle. Okay. Simulationsfunktion, Sicht aus dem OP-Panzer F9. Ah ja. Sieht auch die Richtung, in die ich gucke. Okay, das hilft mir jetzt ja nicht wirklich. Außerhalb irgendetwas. Ah, so kann ich die Kollegen durchschalten. Irgendetwas ist auch gut. Kartenziel ein, aus. Okay, dann muss ich wahrscheinlich hier. Ah ja, da sieht man auch jetzt auf der Karte, dass der zerstört ist. Ich klicke den gerade mal an. Status destroyed. Jo. Damit hätten wir schon mal unseren ersten bösen Ural-Truck zerstört. Was ich jetzt, denke ich, erstmal als guten Zeitpunkt halten würde, um erstmal hier Schluss zu machen mit der ersten Folge. Viel Action. War nicht. Ich meine, gerade am Anfang wird es natürlich auch darum gehen, dass ich das Spiel lerne, aber ich denke mal, jemand, der das nicht kennt, dem wird das wahrscheinlich auch ein bisschen helfen, das Spiel zu lernen und die Eigenschaften des Spiels zu lernen. Und ja, ich denke, deswegen wird sich das sowieso erstmal ein bisschen hinziehen. Ja, ich denke, ich muss euch nicht erklären, wie YouTube funktioniert. Darum würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.